Recht herzlich willkommen zur 75. Folge von Avorion. Ja, wir haben letztes Mal hier angelegt an der Station. Ich fahre mal ein bisschen zurück, sonst krachen wir dann nachher irgendwie noch rein. Dann wäre ja nicht so schön, ne? Lass mal rückwärts fliegen. So, dann ist es ein bisschen sicherer. Und dann müssen wir mal gucken, was wir handelstechnisch schon wieder hier machen können. Gibt es da noch was? Ja, da gibt es eine Ölraffinerie. Die Plastikgestell. War das nicht das, was wir gerade hatten? Jetzt ist nur die Frage, wie viel hat der der Ölhersteller an Material noch da, ne? 975, so richtig viel ist das ja nicht, ne? Ich glaube, der Handel, der lohnt auch nicht wirklich dann, ne? Was sagt die Karte? Geht weiter irgendwo hin. Sind wir hier gesprungen und dann da lang geflogen? Könnte sein, ne? Hier werden wir wahrscheinlich einen Sektor weiterkommen dann. Ja, was haben wir denn hier so? Plastikhersteller sind wir gerade vorne vor. Frachter, Nordosttor, Kreuzer, Südwesttor. Viele Schiffe hier. Handelsposten, Güterschiff, Schiff. Pflanzenfarm, hier gibt's gar keine. Fleischfabrik, Ölraffinerie, Kreuzer. Plastikhersteller, dann sind wir durch. So, das ist jetzt die Frage. Gibt es noch was mit Ausrufungszeichen, was sich lohnen könnte? Da sind zwei. Das ist der Handelsposten, oder? Ne, nicht erwischt. Pflanzenfarm ist das, okay. Die wollen wahrscheinlich Dünger haben. Ne, Wasser. Bringt es also nicht wirklich. Die Stahlfabrik möchte bestimmt Eisenerz. Ne, Kohle zum Verheizen. Nee, das wollte ich nicht. Das ist schon verkehrt. So, gibt's noch was? Das ist ja auch hier was. Was wollen die denn hier vor Ort? Die wollen 100 Öl. Und das kostet 118. Gibt 118. Das ist ja sogar noch was, was sich vielleicht lohnen würde. Die Ölraffinerie hatten wir doch hier, oder? Naja, das war wieder falsch. Taktische Karte gerade einmal. Woran erkennt man Öl? Ölraffinerie. Die wollen auch irgendwas vielleicht. Energiezellen wollen die, okay. Und die Öl? Ja, das reicht auch. Und das ist auch gleichzeitig der Handel, ne? Dann würde ich sagen, das ist ja da unten. Dann nehmen wir gerade hier die Mission an. Wo ist denn der jetzt? Da. F. Akzeptieren wir und fliegen dann darunter zur Ölraffinerie. Wo ist sie jetzt hin? Die war doch gerade um die Ecke, ne? Hä? Das da ist er, oder? Ja, da fliegen wir jetzt hin. Und holen das Öl. Das können wir gesamt handeln dann. Okay, rasanter Flug. Wo docken wir an? Da oben ist am nächsten. So, da mal hin zum Dockingport. Und F und Güter handeln und 249 maximal kaufen. Super. Ich sag nicht, wir hatten noch Öl drin, ne? Das wäre das nächste gewesen dann. So, dann wieder zur Pflanzenfarm. Ne, zum Plastikhersteller, nicht Pflanzenfarm.
Und dann nochmal docken. Mission erfüllen und dann restliche Öl auch noch verkaufen. Das Dock da ist näher, ne? Und das da ist ganz nah. Und wenn wir jetzt nicht langsam umdrehen und wegfliegen, knallen wir dagegen, oder? Okay. Nichts passiert. Guck, der ist auch schon da. Aber die Mission haben wir ja angenommen, deswegen kann das nicht schief gehen. Das haben wir erledigt. Dann sind wir wieder ein paar Mark reicher. Und ist nichts Neues gekommen. Dann handeln wir noch und verkaufen hier das Öl, was die hier haben wollen. Ne? Verkaufen wir. Wie, ich bin hier angedockt. Hm, super. Gut, das hat geklappt. Beziehung besser. 6,3 Tonnen Öl. Okay, ein bisschen zurückfliegen und dann neue Ziele suchen, ne? So. Da hinten ist ein Handelsposten. Lass mal gerade auf die Karte gucken. Wir hatten noch letztes Mal irgendwo was markiert, ne? Ah, das war da, glaube ich. Da konnte man ja auch öltechnisch was erreichen, ne? Dann, weil hier ist ein Plastikhersteller. Da ist ein Plastikhersteller. Wir brauchen alle Öl. Und wir konnten dann eine Ölraffinerie und eine Ölförderanlage machen. Warte mal, Raffinerie wäre dann ja vielleicht. Ölraffinerie ist hier auf jeden Fall. Da ist keine. Carbon, Stahl. Wir müssen dann eine Ölraffinerie in der Nähe haben. Da ist auch eine. Gut, das würde dann ja dann den das Abtransportieren des Rohöls dann bringen, auf Deutsch gesagt, ne? Da gibt's einen Asteroid und da nix. So, das heißt, wir würden jetzt mal uns einem Tor nähern. Südwesttor? Nein, ich brauche das Nordosttor. Das ist da, ne? Genau, das nehmen wir dann mal. Und dann fliegen wir da mal gerade weiter und gucken da in den Sektor rein, was da noch zu handeln oder so gibt, ne? Oder sonstige Gebilde. Lass mal gerade hier in den Sternhaufen gucken. In den Sternasteroidenhaufen gucken, aber das ist alles nix. Wir könnten natürlich unseren Scanner da mal versuchen, noch einzusetzen. Okay. Das Schiff in einem Sektor ruft um Hilfe. Ja. Das Ausrufezeichen, war das das hier oder was? Ja, das weiß ich jetzt nicht. Ich kann da nicht helfen, ich bin einfach zu schwach dafür. So, das Handelssystem gerade raus und der C43-Detektor rein. Und was war das jetzt? Okay, da unten wird gekämpft. Ne, wir machen die Biege. Definitiv ab ins Tor. Und den nächsten Sektor. Wohl da.
Hier sind genug Schiffe im Sektor, die können das schon machen. Driften mal gerade raus. So. Neuer Sektor, neues Glück. Gerade einmal Karte gucken. Okay, da sind zwei Abzweiger. Taktische Karte aufrufen, einmal rauszoomen. Handelsposten gibt es hier und sonst auch nichts, ne? So, dann rufen wir gerade unser Dingens auch wieder auf. Wechseln hier. Unser System wieder eingebucht. Oh, hier gibt es ganz viele Sachen vom Handelsposten, die interessant sind. So, da gibt es 1300 zu verdienen. Hier gibt es nicht so viel zu verdienen. Was haben wir denn hier? Meldetester. Spulen, okay. Vom Handelsposten zum Handelsposten bringen. Nee, nicht wirklich interessant. Nee, das lassen wir mal. Das ist jetzt für uns nicht so der Hit, würde ich sagen. Nee, das war falsch. F9, taktische... Nee, F9 war... Ach, wir haben so rausgezoomt, okay. Na, dann gucken wir mal gerade taktische Karte, ob da noch mehr drauf ist, ne? Aber da ist genauso viel drauf. Gut, dann haben wir hier zwei Tore. Das ist das Südwesttor. Ich brauche das Nordwesttor. Dann fliegen wir zum Nordwesttor. Ne, das war schon richtig. Und wieder reinzoomen erstmal. Und dann ab zum Nordwesttor, welches dort ist. Und auf geht's. Gucken wir da rein. Weit sind die Handelsposten auseinander. Die liegen auch direkt nebeneinander, ne? Was ist das da für ein Brocken? Ne, nichts Besonderes. Ich glaube, da ist auch kein dicker Asteroid drin, oder da? Da sind, glaube ich, zwei, naja. Handelsposten, Handelsposten. Nee, weg. Wo ist das Tor? Zack. Nee, das ist gar nicht das Tor, oder? Ah, doch. Mach mal, klick mal an. Nordwest, ja, passt. So, hinein, Onkel Otto. Da ist es. Sprung in den nächsten Sektor. Ja, das haben wir dann schon mal schön geschafft, aber da geht's noch nach da. Gut. Ja. Ne, das Rauszoomen machen wir gerade nicht. Wir gehen erstmal auf die taktische Karte. Da ist aber nichts so groß zu sehen, keine Ausrufezeichen. Ja. Kurz das Bauteil wechseln hier. Ja, gut. Entfernt ist aber nichts, oder wie sehe ich das? Sonst würde er das ja auch uns sagen, oder? Gut. Wieder wechseln. Und dann da oben gleich mal schon drauf. Ja, hier kann man auch so viele Handelssachen machen, aber hier sind 6000 drin, ne? Was haben wir denn hier? Antigrafeinheiten, die müssten wir ja sowieso einkaufen, ne? Das wäre top hier, oder? Das raus. Kurz gucken, wie viel haben sie denn erstmal, ne? Da sind sie, 121, okay, das ist dreimal wahrscheinlich ungefähr. Ja, macht Sinn, dahin zu fliegen, ne? Und die aufzukaufen. Hoffnung, dass niemand anders in der Zeit kommt. Oh,
War ganz schön schnell hier rangeflogen. Glück gehabt, dass wir da nicht gegengeknallt sind. So, 1,05, ein bisschen näher noch. Zack. Docken. Handeln. Antigrav-Einheiten. Ich kann sowieso nur 99 mitnehmen, auch cool, ne? Kaufen. Für 25,4 haben wir die jetzt gekauft. So, jetzt. Das Ressourcendepot wollte welche haben. Ah, super, da haben wir schon wieder geschafft, dagegen zu knallen. Einmal entfernen. Das ist Reparaturdock, aber der ist kein Ausrufezeichen dran, die wollen das also auch nicht. Da wird neue Lieferung kommen. Da wäre jetzt noch interessant, was kommt. Vielleicht bringen die ja gerade was Interessantes für uns, nämlich. Ach, bringt nix, weil, ne? Wir können ja nicht mehr zuladen. Dann müssten wir unseren Frachtraum vergrößern, ne? Ja. Gut, aber das mit dem Frachtraum vergrößern, da drücken, denken wir mal in der nächsten Folge drüber nach. Für diese soll es dann reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.